Beim Golfkrieg 1991 hat sie kein Glück. Venus ist Patriotin, wie die meisten US-Amerikaner, und mit ganzem Herzen Soldatin. Zweifel an der Regierung gibt es nicht, bis zu diesem Krieg. Venus wird in den Irak abkommandiert, als Assistentin eines Militärjuristen. Ihre Aufgabe? Bestandsaufnahme von im Krieg eingesetzten Gerät. My lawyer was assigned to do equipment survey. Mein Anwalt war beauftragt, die militärische Ausrüstung zu untersuchen. Und ich half ihm dabei. Und obwohl die kleinen Brände ausgegangen waren, lag ein Geruch von verbranntem Fleisch in der Luft. Was ich zunächst als beschädigtes Gerät wahrnahm, enthielt, das merkte ich dann, noch Körperteile, eigentlich unerkennbar, weil sie verkohlt waren. Und ich versuchte zu identifizieren. Manche Iraker hatten auch amerikanische Ausrüstung dabei. Iraqis had gotten American military equipment. Die Straße von Kuwait nach Basra im Süden des Irak, heute Straße des Todes genannt. Hier hatten US-Soldaten, irakische Soldaten, die auf dem Rückzug waren, bombardiert. Zehntausende, darunter viele Zivilisten. Venus berichtet, dass sie hier im Einsatz war, drei Tage nach dem Massaker. Während ich das tat, sah ich mehr Tote als in meinem ganzen Leben. Und mir war kalt. Ich spürte so ein Frösteln und meine Gefühle vereisten. Ich habe keine Wut gespürt, keinen Verlust. Doch ein Gefühl hatte ich, es war Abscheu, dass Menschen anderen Menschen so etwas antun. Heute hat Venus Tage, an denen sie sich nur mühsam auf den Beinen halten kann. 13 Jahre Psychotherapie und kein Ende abzusehen. 13 Jahre Psychopharmaka mit allen Nebenwirkungen. Schwindel, Sehstörung. Immer seltener die Tage, an denen sie im nahen Washington Lobbyarbeit für Veteranen machen kann. Ihre Honda, wehmütige Erinnerung an vergangene Zeiten. Als Venus sich noch stark fühlte, als Gulf War Vet, Golfkriegsveteranin. Das Denkmal für die Gefallenen des Vietnamkrieges in Washington DC. The Wall, wie die Veteranen es nennen. Eine Mauer mit über 58.000 Namen. Vietnam, das waren auch zigtausende GIs, die nach dem Krieg zu Hause nicht mehr funktionierten, traumatisiert zurückkehrten. 35% der Vietnam-Veteranen, die in Kämpfe verwickelt waren, wurden psychisch krank. Bis zu 70% litten an psychischen Störungen. Anstoß für die Erforschung dieser Traumata in den USA. Das Ergebnis hieß PTBS. Well, PTSD is post-traumatic stress disorder. Also PTBS heißt posttraumatische Belastungsstörung. Es ist eine der Störungen, die nach lebensbedrohlichen Ereignissen auftreten, nach Krieg, aber auch anderen Arten von Trauma. Die Symptome bei PTBS sind, was wir Intrusion nennen, das Wiederauftreten von Gedanken an das traumatische Ereignis, Vermeidung, das sich entfernt halten wollen von Dingen, die an das traumatische Ereignis erinnern, und was wir Übererregbarkeit nennen, das heißt, dass man zusammenschrecken kann bei einem lauten Geräusch, dass man Probleme mit dem Schlafen haben kann oder dass man Angstattacken bekommen kann, wenn einen etwas an das traumatische Ereignis erinnert. Wenn diese Symptome auftreten und länger als einen Monat, vor allem aber länger als 6 Monate andauern, dann diagnostizieren wir posttraumatische Belastungsstörung.
Heute gilt die dringlichste Sorge jenen, so Robert Ossano, die verletzt aus dem jetzigen Krieg zurückkehren, wie Jason, 22 Jahre alt. Ein Wunder, dass er wieder laufen kann. Jason wurde bei einem Feuergefecht schwer verletzt. 6 Monate Krankenhaus hat er hinter sich. 17 Operationen. Jason war mitten im Kampfgebiet. Hier besucht er eine Veteranenvereinigung in Washington, eine Abwechslung vom Krankenhausalltag, Unterstützung und Beratung. An diesem Bein habe ich die Wade verloren. Meine Wade wurde rausgesprengt und das meiste von den Knochen wurde auch rausgesprengt. Und an diesem Bein waren einfach große Löcher an beiden Seiten. Also trage ich jetzt diese Klammern, damit ich... Also ich habe die Nerven in meinen Beinen verloren. Ich muss diese Klammern tragen, um meine Füße hochzuhalten. Und dies ist nur eine Muskelverpflanzung, da gab es keine Haut mehr. Das ist an beiden Beinen gleich. Die Nerven in beiden Beinen zerstört. Was bedeutet das genau? Ich kann meine Füße nicht bewegen. Meine Füße hängen einfach so runter und ich fühle da nichts. Also trage ich diese Klammern, um meine Füße so hoch zu halten und laufen zu können. Ohne die würde ich über meine Füße stolpern. Die Ärzte hatten ihm geraten, sein linkes Bein amputieren zu lassen. Er wäre dann beweglicher. Jason will lieber langsam laufen. Er sagt, es gehe ihm gut. Den Krieg habe er hinter sich gelassen. Ja, Therapie habe er auch gehabt, in der ersten Zeit im Krankenhaus. Das brauche er jetzt nicht mehr. Der Krieg werde kein Teil seines Lebens sein, sagt Jason. Sein Leben bestehe aus anderen Dingen. Am Anfang konnte ich überhaupt nicht schlafen. Mir ging es sehr schlecht wegen meiner Beine. Und am Anfang gab es Albträume. Aber wie ich schon sagte, das liegt jetzt alles hinter mir. Damit bin ich fertig. Die traumatische Erfahrung abheften, ein neues Leben starten. Venus ist das nicht gelungen. Ein großes Problem heute, unendliche Erschöpfung. Schlafen, 18 Stunden lang, wie bewusstlos. Einschlafen nur mit Hilfe der Pillen, wach bleiben aber auch. Tiefgehende Störungen vom Schlachtfeld kommen nicht an einem Tag zurück oder alle zur gleichen Zeit. Mir hatte man gesagt, dass meine Schlaflosigkeit und Appetitlosigkeit vorbeigehen würden. Das sei momentaner Stress. Aber es holte ich wieder ein. Meine Albträume kamen nach und nach. Erst kurze Albträume, die ich abschüttelte, dann kamen längere. Und ich hatte das Gefühl, die ganze Nacht nicht geschlafen zu haben. Und dann kam ich an einen Punkt, an dem ich Angst vorm Schlafen hatte. Wenn ich nämlich schlief, würde ich Albträume von meinen Krisen haben. Ich wachte dann auf und war in einem Zelt, im Krieg. Vielleicht sogar in meinem Panzer. Dies passierte nicht jede Nacht, vielleicht einmal im Monat, alle 3 Monate. Man hat diese Zeiten. Ich war dann irgendwo im Haus und wurde wach. Und dann stand ich direkt vor einer Wand und wusste nicht, wo ich war. Ich wusste nicht, wer ich war. Ich dachte, Mann, ich bin wieder im Krieg. Das glaube ich nicht. Das ist so echt. Das ist so lebendig. Es ist, als wäre man da. Es ist, als hätte jemand den Videorekorder zurückgespult. Da bin ich wieder. Für Donald werden die Nächte zur Qual. Als Mann, als Soldat vor allem, gesteht er sich psychische Probleme nicht zu. Reden könnte er sowieso nicht darüber. Das Stigma des Schwächlings, des Versagers. Vor ein paar Monaten noch, so berichten Zeitungen in den USA, schickte die Armee einen jungen Soldaten nach Hause, weil er mit dem Töten nicht fertig wurde. Anklage wegen Feigheit vor dem Feind. Inzwischen nach großem Medienwirbel zurückgenommen. Donald behält seine Probleme für sich. Lange Zeit auch seiner Frau gegenüber. Heather Schauber jobbt als Kundenbetreuerin, versucht, die Familie finanziell über Wasser zu halten. Die 31-Jährige allein mit ihren Ängsten, um den Mann, dem es immer schlechter geht, um die Kinder, die tagsüber in seiner Obhut sind.
Er ruft an und sagt, dass es ihm sehr schlecht geht. Und ich frage ihn, ob ich nach Hause kommen soll. Und dann sagt er, nein, ich bringe die Jungen ins Bett und leg mich eine Weile hin. Und ich weiß nicht, ob ich nach Hause komme zu einem, der ohnmächtig ist, zu einem, der gestorben ist, und ob es meinen Kindern gut geht. Also das Ganze ist ziemlich beängstigend. Bei Corey halten die Töchter, Kaylin 12 Jahre alt und Crystal 10, den Haushalt aufrecht, neben ihrem Schulalltag. Kaufen ein, kochen, versorgen die Mutter. Der Vater ist vor 2 Jahren bei einem Unfall gestorben. Corey, 37 Jahre alt, fällt immer wieder aus, verbringt ganze Tage im Bett. Nach dem Krieg hatte sie zunächst noch arbeiten.